Behind His Mask. Eine Steckspan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 54. Point of View. Stegi. Ich wusste nicht, womit ich gerechnet hatte, aber damit sicherlich nicht. Denn als ich aufwachte, lag Tim noch neben mir. Ich hätte vielleicht erwartet, dass er aufstand, wegging, mich verließ, den gestrigen Abend so schnell wie möglich vergessen wollte. Aber dem war anscheinend nicht so. Vielleicht hatte er vorgehabt zu gehen, aber war dann einfach eingeschlafen. Vielleicht wollte er hierbleiben, um mir nochmal ins Gesicht schleudern zu können, was für eine Schwuchtel ich doch war. Aber um ehrlich zu sein, es wäre mir egal gewesen. Seit dem Gespräch mit Herrn Triss gestern war ich wie ausgelaugt. Ich hatte nichts mehr gespürt. Nicht mal Tims Schläge hatten mich etwas spüren lassen. So war doch der innere Schmerz ums hundertfache schlimmer. Der mentale Schmerz war so schlimm gewesen, dass es ein reines Taubheitsgefühl in meinem Inneren war. Nur bei Tims und meinem Gespräch gestern hatte ich etwas gefühlt. Nicht viel, aber etwas. Einen unbändigen Schmerz. Und unter all denen ein winziges bisschen Hoffnung. Eine Hoffnung, die Tim mir gegeben hatte. Eine Hoffnung, die ich nie erwartet hätte zu spüren. Nicht von ihm. Doch an diesem Morgen lag Tim noch neben mir und ich konnte spüren, dass er wach war. Sanft bemerkte ich seine Finger in meinen Haaren, spürte, wie er sie mir aus den Augen strich. Ein Schaudern überlief meinen Körper. Eine sanfte Gänsehaut bildete sich. Ich hätte kaum erwarten können, dass Tim zu so zärtlichen Bewegungen imstande war. Stegi? Flüsterte er plötzlich mit seiner wundervoll tiefen Morgenstimme. Bist du wach? Ich schluckte kurz, bemüht, die Bewegung gering zu halten. Dennoch schien er sie zu bemerken. Ein leises Kichern entwich seinem Mund. Ich musste lächeln. Dieses Geräusch war so schön. Ich weiß, dass du wach bist, Kleiner. Ich liebte es, wenn er mich so nannte. Kleiner. Ich wusste, es war nicht böse gemeint. Es klang einfach liebevoll und nett gemeint. Als wäre ich einfach kleiner als er. Was ich ja auch war. Aber vielmehr klang es noch, als wäre ich sein Kleiner. Vorsichtig öffnete ich die Augen. Nackte Haut. Ich spürte, wie ich sofort erstarrte. Stimmt ja, Tim war oberkörperfrei. Zögernd wandte ich meinen Blick nach oben, um ihn anzusehen. Ein sanftes Lächeln umspülte seine Lippen. Wie geht es dir? Alle Gedanken an gestern waren verschwunden. Es gab nur mich und ihn. Nackte Haut auf nackte Haut. Das schnelle Pochen meines Herzens. Und das beruhigende Design. Ich nickte nur, nicht fähig zu sprechen. Tim strich mir gedankenverloren durch die Haare. Das ist auch schon mal gut. Erneut nickte ich, spürte, wie mir mein Herz bis zum Halse schlug. Ich versuchte, meinen Atem möglichst tief zu halten. Doch es war, als würde mein Körper viel mehr Luft als sonst brauchen. Verzweifelt zwang ich mich, langsam und ruhig zu atmen. Was war nur mit mir los? Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen, als ich realisierte, was es hier war. Tim lag neben mir. Er hatte die Arme um mich gelegt, spielte mit meinen Haaren. Er wollte wissen, wie es mir ging. Er war liebevoll. Und auch wenn ein winziger Teil in mir schrie, das hier alles bloß nicht zu ernst zu nehmen, so war ich es, der diesen Teil ignorierte. Weil ich ihn ignorieren wollte. Ich wollte nicht, dass dieser Moment der Gemeinsamkeit blieb. Ich wollte, dass das sie für immer anhielt. Irgendwann setzte Tim sich auf. Schnell zog ich die Decke hoch, denn sofort kam ein kalter Wind sogar meinen nackten Oberkörper. Moment mal. Seit wann trug ich kein Shirt mehr? Ich hatte es mir angewöhnt, immer etwas anzuhaben, wenn ich schlafen ging. So wollte ich doch auf keinen Fall, dass jemand meine Narben sah.
Tim musste meinen verwirrt entsetzten Blick bemerkt haben, denn er sah mich mit einem leichten Lächeln auf den Lippen an. Keine Sorge, es ist nichts passiert. Er wackelte mit den Augenbrauen. Einen Augenblick lang sah ich ihn verwirrt an, dann verdrehte ich die Augen. Danke, so weit wäre ich auch gekommen. Du hast nachts im Halbschlaf irgendwie einen Albtraum gehabt und total zu schwitzen begonnen, meinte Tim und sah mich mit einem undefinierbaren Blick an. Ich spürte, wie Röte meine Wangen stieg. Hey. Tim lachte kurz auf. Dieses wunderschöne, tiefe Lachen. Ich hob meinen Blick bis mir auf die Unterlippe. Du hast irgendwie im Schlaf versucht, das Scherz auszuziehen. Ich hoffe, es war okay, dass ich dir da geholfen habe. Erstaunt und gleichzeitig erschrocken starrte ich Tim an. War das da gerade wirklich ein Hauch Röte, der sich auf die Wangen des Braunhaarigen schlich? Ich nickte nur kurz, obwohl ich es ehrlich gesagt ganz und gar nicht okay fand. Dagegen, dass Tim mich auszog, hatte ich vermutlich weniger. Und dieser Gedanke erschreckte mich ein wenig, als der Gedanke daran, dass Tim mich womöglich oberkörperfrei gesehen hatte. Wobei, es war dunkel gewesen. Ich versuchte ruhig ein- und auszuatmen, keine Panik zu bekommen. Aber wenn ich wegen sowas Panik bekam, war das nicht sogar ein gutes Zeichen? Immerhin hatte ich weitaus größere Probleme. Und mit diesem Gedanken traf es mich wie ein Schlag. Ich habe leider schlechte Nachrichten für dich, hatte er trist gesagt. Ich hatte ihn nur anstarren können. Ich hatte seine grünen Augen hinter der Brille hervorblitzen sehen. Ich hatte mein Herz heftig gegen meine Brust schlagen spüren, als würde es versuchen zu entkommen. Als würde es versuchen, vor den schlechten Nachrichten zu fliehen. Und vielleicht war es auch genau das, was ich hätte tun sollen. Einfach in... Es gibt leider keinen einfachen Weg, dir das zu sagen. Herr Trist sah mich eindringlich an. Ich konnte seine Trauer förmlich spüren. Sie schien den Raum einzunehmen, schien uns beide einzuhüllen. Es geht um deinen Vater. Ich schluckte. Ich spürte, wie die Welt anhielt. Ich schnappte nach Luft. Ich wusste, was jetzt kommen würde. Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Er hatte einen Herzinfarkt, fuhr Herr Trist fort. Er fixierte mich mit seinem Blick, doch ich nahm ihn nicht wahr. Ich starrte stur durch ihn hindurch, hörte nur ein sehr, sehr lautes Rauschen um mich herum. Ich klammerte mich in den Lehnen des Stuhls fest. Es fühlte sich an, als würde jeden Moment etwas kommen und mich davonwirbeln. Und dann... Mit einem Mal war alles totenstill. Als würde jemand mir Watte in die Ohren gestopft haben und lärmdichte Kopfhörer drüber gesetzt haben. Ich wusste, welche Worte als nächstes kommen würden. Ich wollte rennen. Ich wollte sie nicht hören. Mein Herz tat so unendlich toll weh. Es zog sich krampfhaft zusammen, als würde ihm die Kraft fehlen, das Blut durch meinen Körper zu pumpen. Ich schluckte erneut. Meine Kehle fühlte sich trocken an. Ich hatte das Gefühl, nicht vernünftig atmen zu können. Er hat es nicht überlebt. Ich wollte schreien. Ich wollte meine Hände über die Ohren legen. Wollte, dass dieser Schmerz aufhörte. Alles um mich herum schien so laut zu sein. Es war, als würde ich in einer Menschenhölle stehen. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich konnte keinen Ton rausbringen. Das durfte nicht sein. Er ist mir und meine Mutter und jetzt mein Vater. Mein Vater, der immer so sehr geschuftet hatte, nur damit er mir die Sachen bezahlen konnte. Mein Vater, der daran kaputt gegangen war, dass er die wichtigsten Menschen in seinem Leben verloren hatte. Mein Vater, der daran kaputt gegangen war, dass sein eigener Sohn nicht mehr vernünftig mit ihm reden wollte, geschweige denn konnte.
Wie durch einen dicken Vorhang hörte ich, wie der Schulleiter mir erklärte, dass meine Tante Lynn aus den USA jetzt meine Vorgesetzte war. Zumindest noch, bis ich 18 war. Ich hörte, wie mir erklärt wurde, dass ich mich jederzeit in eine Beratung wenden konnte. Ich hörte, wie der Lehrer mir seine Hilfe anbot. Aber ich nahm's nicht wahr. Und dann war ich wieder zurück. Vor mir saß Tim mit einem merkwürdigen Ausdruck in den Augen. Ich lag da, klammerte mich an die Decke, schnappte panisch nach Luft. Der Braunhaarige lehnte sich vor und auf einmal spürte ich wieder seine Arme um mich herum. Sein Geruch. Seine starken Arme um meinen Körper. Seinen Kopf neben meinem. Das laute Geräusch verstummte. Die Panik war vergangen. Es gab nur das Hier und Jetzt. Nur ihn und mich. Nur uns. Alles andere wirkte verschwommen, wie ein Nebenvorhang. In diesem Moment waren wir die Welt. Wir waren alles, was existiert. Weißt du was, Kleiner? Diese beruhigende, tiefe Stimme. Und da war es wieder. Kleiner. Tim löste sich vorsichtig von mir, um mich anziehen zu können. Wir haben heute Sonntag und da unternehmen wir was zusammen, okay? Ausnahmsweise. Ich sah ihn überrascht, allerdings auch ein wenig ängstlich an. Was, wenn das eine Falle war? Was, wenn er nur wollte, dass wir zusammen etwas unternahmen, damit er mich an einen Ort locken konnte, wo er mich in Ruhe schikanieren konnte? Einen Ort, an dem man nicht von Hannah oder sonst jemandem unterbrochen werden konnte. Tim musste meinen Blick bemerkt haben, denn er biss sich kurz unsicher auf die Lippe. Kleiner, sagte er, und ich liebte wieder einmal seine Betonung auf dieses Wort. Du brauchst nicht immer Angst vor mir zu haben. Ich schluckte kurz, wusste nicht, was ich sagen wollte. Natürlich wusste ich, dass es jetzt in diesem Moment theoretisch unnötig war, Angst vorzuhaben, aber was war, wenn er in 2 Minuten plötzlich wieder der andere Tim war? Was, wenn er dann plötzlich aufsprang, realisierte, was er hier tat und mich schlug? Aber war das nicht inzwischen egal geworden? Manchmal konnte ich ihn sehr gut einschätzen. Manchmal war er aber auch wie ein zehnmal zugebundenes und zugeklebtes Buch für mich. Trotzdem erprobte ich ein schüchternes Lächeln. Tim nickte zufrieden. Also, was willst du machen? Ich zuckte über den Schultern. Unsicherheit überkam mich. Seit wann unternahm Tim und ich überhaupt irgendwas? Da konnte etwas doch nicht stimmen. Die einzigen Male, wo wir etwas gemacht hatten, waren in unserer Woche gewesen. Und da waren wir nie alleine gewesen. Inzwischen war ich mir ziemlich sicher, dass es alles nur eine Masche gewesen war. Immerhin hatte er das zugegeben. Obwohl er mich danach nochmal geküsst hatte. Oder ich ihn. Aber er hatte den Kuss erwidert. So viel stand fest. Okay. Irgendwie bist du nicht so gesprächig heute, oder? Tim lächelte mich sanft an. Ich spürte, wie meine Augen feucht wurden. Ich wusste nicht, wieso, aber ich wollte einfach nur weinen. Alles, was ich mir in diesem Moment wünschte, war, alles loszusein. Alle Gefühle loszuwerden, jede noch so kleine schmerzende Wunde. Jedes Hassgefühl, jedes Trauergefühl, aber auch jedes Glücksgefühl. Na gut, wie wäre es, wenn ich erstmal duschen gehe und wir dann entscheiden, was wir heute machen wollen? Tim musterte mich mit einem undefinierbaren Blick und stand langsam von der Bettkante auf. Ich nickte nur kurz, ohne ihm in die Augen zu sehen. Ich wollte nicht, dass er den Schmerz sah, der in diesem Augenblick in mir hochschoss. Es war verrückt. Die ganze Zeit hatte ich mich tot gefühlt. Dann hatte Tim mich etwas fühlen lassen. Er hatte die schlimmen Gefühle für einen winzigen Moment verbannt und jetzt, wo er aufstand, wo er einige Zentimeter sich von mir entfernte, traf mich der Schmerz. Ich hatte das dumpfe, taube Gefühl gehasst, verabscheut. Doch der Schmerz war schlimmer.
Er tat so sehr weh, dass ich nicht damit umgehen konnte. Und ich wusste nicht, wie ich es hier können würde. Ich wollte nicht mehr. Egal, was passierte. Ich wollte nicht mehr hier sein. Die ins Schloss fallende Badezimmertür riss mich aus den Gedanken. Ich fuhr hoch. Augenblicklich spürte ich, wie meine Tränen übers Gesicht zerrinnen begannen. Verzweifelt versuchte ich, sie wegzuwischen. Aber es war nicht möglich. Wir schaffen das, Dad. Das waren die letzten Worte gewesen, die ich zu meinem Vater gesagt hatte. Außer diesen Worten und einem geflüstertem »Ich habe dich lieb«, welches er fast hundertprozentig nicht gehört hatte, hatte ich in mehr als 3 Jahren nichts ihm gesagt. Was hatte ich mir dabei gedacht? Wie konnte ich ihn einfach ausschließen? Er musste unter dem Verlust von seiner Frau und Tochter mindestens genauso sehr gelitten haben wie ich. Aber was hatte er getan? Er hatte weitergemacht. Er war für mich da gewesen. Er hatte seine Firma am Laufen gehalten. Er war stark gewesen. Während ich zerbrochen war, während ich ihn im Stich gelassen hatte, war er immer da gewesen. Ich wollte schreien. Jetzt war es zu spät. Ich hatte keine Chance mehr, diesen Fehler je wieder gut zu machen. Und ich wusste, dass ich das niemals verzeihen würde können. Langsam zwang ich mich aufzustehen. Ich musste mich anziehen, bevor Tim aus dem Bad zurückkam. Er durfte nicht meinen Oberkörper sehen. Er sollte nicht sehen, wie geschunden dieser war. Vorsichtig richtete ich mich auf, musste erstmal innehalten, da mir schwarz vor Augen wurde. Kein Wunder. Schlafmangel, fehlende Ernährung, verprügelt werden und stundenlanges Weinen konnten zu Kreislaufschwäche führen. Als ich es geschafft hatte, mich aufzurichten, wankte ich langsam zu meinem Spiegel am Schreibtisch. Ich erschrak, als ich mein eigenes Spiegelbild sah. Komplett geschunden war mein Körper. Ich hatte überall Wunden und blauen Flecken vom Vortag und den vielen Malen zuvor, die ich es nicht geschafft hatte, Tim und seine Freunde zufriedenzustellen. Nie schaffte ich es, jemanden zufriedenzustellen. Es ging einfach nicht. Meine Augen waren rot angeschwollen und fette Augenringe zeichneten sich darunter ab. Ich war leichenblass und meine Lippen aufgesprungen. Es war verwunderlich, dass Tim mich überhaupt noch ansehen konnte, ohne sich übergeben zu müssen. Mich an der Wand abstützend stolperte ich langsam zum Kleiderschrank, um mir ein T-Shirt rauszusuchen, als auf einmal die Badezimmertür aufgerissen wurde. Erschrocken starrte ich mitten in meiner Bewegung. Tim starrte mich umso erschrockener an, seine weit aufgerissenen Augen auf meinen Oberkörper gerichtet. Ich hatte eigentlich nur mein Shirt vergessen, stotterte er leise. So, Stege hat schon ein scheiß Leben. Also, ich will was sagen, nämlich, das Buch ist noch nicht fertig. Das ist jetzt das letzte Kapitel gewesen, welches sie bereits hochgeladen hat und Tim starrt jetzt seit Monaten auf Stegis Oberkörper. Nein, das ist nicht böse gemeint oder so. Ich meine, weil man schreibt dann, wenn man Bock hat und Zeit hat. Also, ja. Also, und demnach kommt erstmal halt wieder gar nichts. Oder, also, ich habe jetzt halt alles aufgenommen und dann werde ich halt vorausgesetzt mein Internetkack nicht plötzlich komplett habe, halt täglich ein paar hochladen können, weil ich alles dann halt schon fertig habe. Und in der Zeit werde ich vermutlich irgendwas gefunden haben, keine Ahnung. Vielleicht werde ich jetzt halt auch einfach die nächsten Jahrhunderte an einer Idee für Halloween arbeiten oder so. Keine Ahnung. Also gut, dann würde ich sagen, schau bei Kritzekiste vorbei, schau bei Drachenmädchen vorbei, lass Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!